Ja, Freunde, Wahnsinn, was war das für ein krankes Finale heute von der Formel 1 Saison. Das ist echt unfassbar gewesen. Max Verstappen ist der neue Weltmeister. Das war echt sowas von krank, was das für eine Spannung war. Das konnte man sich echt nicht vorstellen. Es ging einfach wirklich bis in die letzte Runde, Alter. Das ist so unfassbar gewesen, also wirklich so ein Rennen. Und ja, Leute, ich möchte auf jeden Fall hier ein bisschen kurz mal darüber reden, was das einfach für ein krankes Finale heute gewesen ist. Jetzt mal ganz ehrlich, man hätte sich niemals gedacht, dass jemals so eine Konstellation zustande kommen würde. Am Anfang der Saison dachte man nach Bahrain, ja, es wird auf jeden Fall einen Titelkampf geben zwischen Verstappen und Hamilton, aber nicht bis zum letzten Rennen, bis zur letzten Runde. Einfach unfassbar. Also wirklich, Leute, was da heute abgegangen ist, einfach unglaublich. Also ganz ehrlich. Und das fasst einfach nur noch wieder die ganze Saison zusammen, wie geil die einfach gewesen ist, Freunde. Und ja, wie auch bei dem anderen Talk-Video, muss ich auf jeden Fall sagen, wir müssen einfach dankbar sein, dass wir so eine geile Saison als Formel-1-Fans erleben durften. Einfach unfassbar gewesen. Jetzt mal ehrlich, das geht wirklich in die Geschichtsbücher sowas von ein. Mindestens als eine der besten Saisons, wenn nicht sogar als die beste Formel 1 Saison aller Zeiten. Also das ist echt unfassbar gewesen, was da abgegangen ist. Einfach nur Wahnsinn, Leute. Ganz ehrlich. Die Saisons Lauda gegen Hunt waren natürlich auch schon unfassbar krank. Damals 1976 oder auch Senna gegen Prost. 2-3 Saisons. Schumacher gegen Hill. Schumacher gegen, keine Ahnung, gegen Villeneuve oder so. Das war auch krank. Aber Leute, das war echt nochmal was ganz anderes, muss ich sagen. Nicht nur eben in Verbindung mit dem modernen Zeitalter, wo eben die ganzen Sachen noch mehr toxisch gehandhabt werden in den sozialen Medien und so weiter, was man auch auf jeden Fall mehr als deutlich erkennen konnte mit den verschiedenen Fanlagern. Hamilton gegen Verstappen. Also ich habe auch schon wieder während dem Rennen ein bisschen mal auf Insta geschaut oder auch danach, was da wieder abgegangen ist in den Kommentarsektionen unter den verschiedensten Posts, egal von der offiziellen Formel 1 Seite oder von Formel 1 Meme Seiten oder irgendwas in der Richtung. Es ist einfach mal wieder richtig abgegangen, die ganzen Kommentare. Aber ja, ich muss auf jeden Fall sagen, Verstappen hat auf jeden Fall mehr als verdient den Titel hier geholt, Leute. Ich bin echt richtig glücklich, also echt unglaublich gewesen, dass Verstappen das noch geholt hat. Zwischendurch dachte ich mir, also erstmal zusammenfassend am Wochenende nach dem Qualifying, dachte ich, oha, okay, Verstappen hat auf jeden Fall eine gute Ausgangslage, klar mit den Soft. Klar mit den Soft muss er auf jeden Fall früher stoppen, das war schon abzusehen nach dem Qualifying. Aber trotzdem, ich war schon zuversichtlich, dass Verstappen das easy packt. Und dann nach der ersten Runde erstmal den Start verloren. Hamilton kam easy vorbei. Und dann dachte ich schon, ja, das war's leider. Nach so 10, 15 Runden hat man schon gemerkt, Hamilton ist ja wirklich der Schnellere mit den besseren Reifen. Aber das war auch gut. Und zwar ist Verstappen eben in Runde 13, glaube ich, in die Box gefahren. Und Hamilton, warum auch immer, hat einfach dann direkt schon danach den Stop gemacht und eben den Vorteil von seinen Mediums, die ja eigentlich noch super gewesen sind, aufgegeben. Das war auch schon so ein Punkt. Aber trotzdem hätte das nicht viel geändert. Man hat es ja gesehen mit den harten Reifen. Hamilton ist easy durchgezogen, bis es eben dann zu ein paar wilden Zwischenfällen kam, und das war halt eben so der Punkt. Also man dachte eigentlich, Hamilton würde das locker gewinnen, dann kam eben das Virtual Safety Car, das war auch schon nicht schlecht, aber Verstappen war trotzdem nicht schnell genug. Verstappen hat dann eben die frischen harten Reifen genommen, trotzdem war ich noch nicht so zuversichtlich. Verstappen kam zwar näher, aber nicht gerade schnell. Ich glaube irgendwie 14 Runden vor Schluss waren es immer noch 15 oder 14 Sekunden Rückstand, und da hätte man eigentlich gedacht, Hamilton hat das Ding safe in der Tasche, Leute. Aber dann kam es eben dazu, wie es kommen musste, bei dieser kranken Saison, Alter, einfach krass. Und zwar dann eben Nicolas Latifi ausgeschieden, hatte ja das Duell gegen Mick Schumacher. Danach kam es eben zum Fehler von Latif, also nach dem Duell. Das Duell war eigentlich schon vorbei, Mick Schumacher war schon vorne. Latifi hat sich dann aber einfach so quasi gedreht in die Mauer rein und es kam erstmal zum Safety Car, Leute. Und das war auch wieder richtig krank, wie viel Glück da dabei war. Hamilton ist ja genau dann, als der Safety Car eben angezeigt wurde, an der Box vorbeigefahren. Verstappen wieder eben das Glück gehabt, konnte schön eben auf die Soft wechseln, Leute. Und danach dachte ich aber auch wieder, das wird nichts, weil dieses Safety Car sowas von lange draußen geblieben ist. Und dann vor allem, was mich so aufgeregt hat, diese Typen, die überrundeten, waren da einfach zwischen Hamilton und Verstappen, 5-6 Fahrer. Das war auch mega dumm. Ich dachte so, scheiße, Alter, was macht jetzt da die FIA? Was soll die Scheiße? Warum verpissen die sich nicht, diese 5-6 Autos, die zwischen Verstappen und Hamilton liegen? Aber dann kam es zum Glück doch noch dazu, dass eben die FIA entschieden hat, was eben natürlich auch so in den Regeln steht, dass eben die Fahrer, die überrundet sind, sich quasi wieder zurück überrunden dürfen, beziehungsweise eben den Anschluss finden und das Safety Car überholen dürfen. Das wurde dann eben auch so gemacht und es kam eben dazu, wie es kommen musste. Es gab eine finale, kranke letzte Runde, der Showdown zwischen Verstappen und Hamilton. Also wirklich krank, das Timing, wie das irgendwie genauso gemacht wurde. Im Hintergrund könnte man denken, das war geplant, aber das war einfach zu krass, um das irgendwie so zu planen, Leute. Also
einfach unfassbar, jetzt mal ehrlich. Also, was ist das für ein Zufall? In der letzten Runde gibt es dann halt einfach noch den Showdown. Kranker hätte es nicht werden können. Allein schon vor dem Wochenende waren sie ja punktgleich. Das war auch schon richtig krank. Jetzt mal ganz ehrlich, punktgleich ins letzte Wochenende zu starten, auch schon ultra krank. Und dann einfach der Showdown. Letzte Runde, Verstappen mit den Soft, hat direkt die erste Chance genutzt, Hamilton überholt. Und danach kam ja Hamilton fast sogar nochmal zurück auf der langen Geraden. Wäre ich an Verstappens Stelle gewesen, hätte ich eben erst bis zur langen Gerade gewartet, um da eben ganz entspannt vorbeizukommen. Aber trotzdem, es hat zum Glück gereicht, Leute, für Verstappen. Er konnte dann entspannt zu Ende fahren mit den Soft, den Rest der Runde natürlich locker im Vorteil gewesen. Das war einfach unfassbar. Verstappen, der neue Weltmeister in der Formel 1, endlich mal Hamiltons Dominanz gebrochen von dieser Ära. Bis auf Nico Rosberg 2016 gab es ja eben seit 2014 keinen anderen Weltmeister in der Formel 1. Und jetzt haben wir einfach wieder einen. Max Verstappen ist eben nicht nur der, der den Rekord von Hamilton unterbunden hat. Hamilton hätte ja eben den 8. Titel geholt und damit den Rekord von Schumacher. Aber war echt unglaublich. Was auch noch richtig krank war, die Leistung von Sergio Perez. Da auch sehr, sehr schade, dass er leider eben auch seinen Wagen abstellen musste. 3 Runden vor Schluss, sehr, sehr bitter. Hätte eben das Podium bekommen mit Platz 3. Aber was der gemacht hat, das war auch sowas von krank. Jetzt mal ehrlich, Perez da irgendwie 2 Runden lang gegen Hamilton richtig schön gekämpft. Einfach 8 Sekunden von Hamilton quasi weggeschnappt. Verstappen war ja eben nach dem Stop auf die harten Reifen, glaube ich, 10 Sekunden hinter Hamilton. Und danach war der plötzlich auf 1 Sekunde rangerückt. Das Ganze dank Sergio Perez. Das war auch unfassbar, was Perez da gemacht hat. So geil, einfach Hamilton nochmal im Windschatten überholt, dann später nochmal mit DRS überholt und eben 2 Runden Hamilton aufgehalten. Das war auch echt ein kranker Job. Ich habe ja eben sogar noch im Video davor mit dem Fazit zur Formel 1 Saison Sergio Perez kritisiert, als negative Überraschung dargestellt. Aber was er heute gemacht hat, muss ich sagen, war echt nochmal unfassbar. Also Perez, immer wenn es drauf ankommt, ist Perez für das Team da. Sehr, sehr wild. Hätte ich nicht gedacht, dass der so krank sich verteidigt. Das auf jeden Fall echt nice. Und Bottas war dagegen im Bodenlosen versunken. Keine Ahnung, was der da gemacht hat. Also Valtteri Bottas konnte da zum Glück nicht wieder seine komische Dreckstaktik machen, was Mercedes ja schon des Öfteren in der Vergangenheit abgezogen hat, dass eben Bottas so quasi der Bremsklotz gespielt hat. Das hat heute mal Perez gemacht. War auch mal geil. So die Rache für die ganzen Aktionen über die ganzen Jahre. Und das war einfach so geil. Auch der Funk zwischen der FIA mit den Teamchefs, mit Toto Wolff von Mercedes und natürlich auch mit Christian Horner. Das war auch sehr, sehr interessant. Also finde ich echt geil, dass sowas eben jetzt auch immer bei den TV-Übertragungen zu hören ist, dass man eben schön den Funk zwischen FIA und so hören kann. Also Michael Masi war ja eigentlich immer da am Start. Auch krass, also wie da irgendwie manchmal verhandelt wurde, vor allem auch im letzten Rennen in Saudi-Arabien, wo eben auch verhandelt wurden, dass Verstappen zum Beispiel nach dem Abdrängmanöver auf Platz 3 startet und sowas. Das war auch krass, also dass da sowas gemacht wird. Aber naja, sei mal dahingestellt, Leute. Ich finde es einfach unglaublich geil. Ich muss jetzt kurz nochmal in das Rennergebnis schauen, weil ich habe das echt gar nicht mehr im Kopf, außer die ersten 2-3 Plätze. Sainz auf Platz 3, das war auch noch cool. Aber wie gesagt, schade für Perez, weil er ja eigentlich das Podium bekommen hätte. Gab ja echt auch einige Ausfälle sogar. Ich glaube 6-7 Fahrer. Nikita Mazepin konnte ja nicht antreten, weil er eben an Corona jetzt erkrankt ist. Also Corona positiv. Ansonsten Kimi Räikkönen ja leider ausgeschieden in seinem letzten Rennen der Karriere. Sehr, sehr schade. Und direkt danach auch George Russell irgendwie innerhalb einer Runde. Auch krass. Stimmt, Giovinazzi ist auch noch ausgeschieden. Und dann, wie gesagt, der besagte Nicola Latifi, Ehrenmann, dass der eben ausgeschieden ist. Jetzt mal ehrlich. So geil. Schon krass. 6 Fahrer, die nicht ins Ziel gekommen sind. Sehr, sehr krass. Hatten wir schon länger nicht mehr so viele Ausfälle. Aber ja, wir haben eben hier das Ergebnis. Verstappen hat auch noch die schnellste Runde geholt. Freut mich auch. Das ist auch nochmal ein schöner kleiner Erfolg da am Rande. Verstappen auf 1, dann Hamilton, Sainz. Tsunoda auf Platz 4. Stimmt. Alfa Tauri ja richtig stark auf Platz 4 und 5. Sehr, sehr krank. Danach erst Valtteri Bottas auf Platz 6. Dann Norris auf P7. Alonso 8er. Beide Alpine sogar noch Punkte geholt auf 8 und 9. Leclerc nur auf Platz 10. Krass. Stimmt, Leclerc hatte ja eben auch da dieses kleine Duell. Das war auch verrückt, wie Leclerc irgendwie nach dem Verstappen-Stop erstmal diesen Fehler gemacht hat. Auch sehr, sehr krass gewesen. Und Vettel dann 11er, Ricciardo, Stroll, Schumacher. Hier nochmal die Endergebnisse, und zwar die Tabellen, die Fahrerwertung. Max Verstappen auf Platz 1 mit eben 395,5 Punkte. Das ist echt krass. Sehr, sehr viele Punkte. Fast einfach mal 400. Unfassbar. Dahinter eben Hamilton mit 8 Punkten Rückstand. Und dann Bottas 3er. Wäre eigentlich verdientermaßen Perez gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also muss ich sagen, Perez hätte Platz 3 verdient. Ansonsten dann Sainz 5er. Krasse Saison, muss ich sagen. Ich schaue das jetzt gerade. Wurde auch nochmal richtig knapp. Sainz gerade mal 5,5 Punkte vor Leclerc. Norris auf Platz 6. Also das ist krass. Wusste ich gar nicht. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es da so knapp war zwischen Norris, Leclerc und eben Sainz. Sehr, sehr krass. Dann Ricciardo 8er, 115 Punkte.
Punkte auch noch ordentlich. Dafür, dass Ricciardo am Anfang der Saison richtig schlecht war, doch noch einige Punkte. Dann Gasly 110 auf Platz 9, sehr, sehr krass. Alonso 81 Punkte, dann Ocon auf Platz 11 74 Punkte, dann Vettel, dann Stroll. Tsunoda auf Platz 14, 32 Punkte. Nicht die beste Saison gehabt, aber jetzt vor allem gegen Saisonmitte oder Saisonende vor allem echt sehr, sehr stark geworden. Also muss ich sagen, hat sich echt sehr krass gesteigert, der Japaner. Bin ich gespannt, was der im nächsten Jahr abliefern wird und überhaupt, was im nächsten Jahr überhaupt passiert, Leute. Mit den neuen Autos und allem. Das wird echt krank. Dann Russell, 16 Punkte. Räikkönen, Latifi und so weiter, Leute. Und ja, hier eben die Standings. Bei den Konstrukteuren ja eben das Team Mercedes gewonnen. Wurde ja auch nochmal insgesamt schon relativ knapp, da noch der kleine Trostpreis quasi für das Team, aber Red Bull auf Platz 2 auch sehr, sehr knapp dahinter gewesen. Wären da ein paar Zwischenfälle weniger gewesen, hätte Red Bull das Ganze auch geholt, aber trotzdem, ich muss ehrlich sagen, also hätte Verstappen den Titel nicht geholt, wäre es echt so schade gewesen, so unverdient, muss ich auch ehrlich sagen, weil Verstappen echt einiges mehr an Pech hatte im Vergleich zu Hamilton in der Saison, wenn man eben die Ergebnisse oder die Rennen bedenkt. Baku, der Reifenplatzer, wären schon locker 7 Punkte mehr gewesen, weil Hamilton, sagen wir mal, Verstappen hätte dann gewonnen, Hamilton wäre Zweiter geworden bei dem Rennen, wären schon mal 7 Punkte auf jeden Fall easy mehr für Verstappen. Und dann natürlich Silverstone, wäre da Hamilton weniger aggressiv reingefahren oder wäre Verstappen da auch ein bisschen defensiver gefahren, wären auch ein paar Punkte mehr wieder geworden. Und natürlich auch Ungarn, da hätte Bottas diesen dummen Unfall nicht verursacht, wäre Verstappen auch locker mal Zweiter oder mindestens mal Dritter auf jeden Fall geworden, Leute. Aber letzten Endes hat es zum Glück doch gereicht für Verstappen, einfach unglaublich gewesen, muss ich nochmal zusammenfassend sagen. Diese Saison hatte einfach alles, was man sich wünscht, Leute. Zwischendurch ist kurz mal die Aufnahme anscheinend gestoppt. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu lange. Also zum Glück nur die Bildaufnahme. Ton ist zum Glück am Start die ganze Zeit gewesen. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Einfach nur geil, dass wir so eine Saison hier hatten. Ey, Leute, das war echt unfassbar. Also ganz ehrlich, schreibt auf jeden Fall gerne eure Meinung in die Kommentare. Ist es verdient oder nicht, der Titel? Ich denke mal, der Großteil wird auf jeden Fall auch für Verstappen gewesen sein, so wie ich, Leute. Das war echt unfassbar. Muss man auf jeden Fall hier den Hut abziehen. Hier eine schöne Red Bull-Kappe, einfach mal aus der Vergangenheit. Habe ich damals, glaube ich, 2010 oder so gekauft. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine von 2010 genau ist oder von ein, zwei Jahren davor. Aber ja, sehr coole alte Classic Red Bull-Kappe. Ja, aber das war echt unfassbar. Also ganz ehrlich, Leute, die Emotionen, die da hochgekommen sind, vor allem da, als es eben dann die Entscheidung gab, dass wirklich noch eine Runde gefahren wird, dass die Leute da aus dem Weg gehen, die überrundeten, das war echt unfassbar. Also wirklich, man hätte es sich nicht krasser ausdenken können. Selbst ein Hollywood-Film wäre an diese Sache nicht rangekommen, ganz ehrlich. Also ich bin echt schon gespannt, auch was danach alles gemacht wird daraus. Natürlich Formel 1, Drive to Survive, aber ich denke, es gibt irgendwann da safe einen Film dazu, so wie eben Rush, Niki Lauda gegen James Hunt, der Film. Und ich denke, es wird da auch irgendwann mal einen Film geben mit Verstappen gegen Lewis Hamilton, jetzt mal ehrlich, Leute. Also wie gesagt, das war echt filmreif, diese letzten Runden, die letzten Szenen, also echt unfassbar, Leute. Einfach nur krank, also keine Worte, was da heute bei der Formel 1 passiert ist. Das kann man echt nicht beschreiben, also echt unfassbar. Ja, Leute, damit würde ich aber auch sagen, sind wir auch am Ende von diesem Video. Jetzt fehlen mir auch die Worte hier für das Video, Leute. Echt nochmal nice. Also darüber wollte ich echt nochmal unbedingt gerne reden. Also Leute, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr eben neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Wir haben einen neuen Weltmeister, Max Verstappen, Leute. Sehr, sehr geil. Also habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zu einem anderen Video und ciao. Verstappen, you are the world champion! The world champion!